Right. Hallo, Gitarristas. Schon ein Stück gespielt, das heißt Green Tea von John Scofield. Und das auf diesem Album A Go Go. Und der Scofield hat den Album gemacht mit der berühmten Band, ein Trio von New York, Medeski, Martin and Wood. Also das Billy Martin auf den Drums und Tambourine, John Medeski, Urgel, Wurlitzer, Klavinett, Piano und Chris Wood, Acoustic and Electric Bass. Also Medeski, Martin and Wood an auf der Gitarre mit John Scofield. Was cool ist und dem Stück, das ist nicht terribel schwer. Das ist ein kleiner Trick dran am Anfang. Wir sind allein auf der Aufnahme, das muss ich einfach noch so sagen, auf der Aufnahme, hier auf diesem Album, hast steckt einen halben Ton mit Dave. Also sie spielen an dieser Tonart. Okay. Das ist ein bisschen kompliziert. Kein Sinn, dass sie die Gitarre umgestimmt haben oder so etwas. Ich meine nicht, sie spielen wirklich an der Tonart. Keine Ahnung für was. Ich selber spiele nicht einen halben Ton, mehr heisch. Und das für uns Gitarristen noch irgendwie mehr nachvollziehbar. Also wir holen einfach den La minus 7 ein. Das um 5. Bond, alles um 5. Bond. Mit dem 2. Fanger, ob der Dave an mir seid. Und dann überspringt den La seid, die kann ihn dämpfen. Mit dem innersten Teil von diesem Fanger. Ne, der hört. Die Seid klingt nicht. Okay, also La. Die nächste Seid übersprungen, gedämpft. Und dann am 2. Fanger auch um 5. Bund, ob der Re seid um 5. Bund. Und am kleinen Fanger, ob der Sol seid um 5. Bund. Und das ist es schon. Und der Rhythmus ist. Oder so ähnlich, wir fanden das nur raus. Das nach einem 2. Akkord dran, an den ist es einfach. Du machst einfach einen 2. Fanger los und du hältst den 1. Fanger und du setzt den auf, ein, um, auf der Re-Seite, auf der 4. Bund und der Rest bleibt stehen. Du kannst auch umgreifen. Das ohne umgreifen. Du hast einfach just den Trick, dass er in den 2. Fanger abhebt. An den nächsten Fanger an den Drun um 4. Bund auf derselben Seite drauf setzt. Und das ist ein cooler Trick. Sorry. Okay, ich meine dann immer noch Oktav-Tricken dabei. Oktav heißt Oktav. Mi. Anaike Mi hei. Da geht ihn. Sorry. Dann hast du vom 2. Bund aus Fa dies, Oktav, Sol, Mengenisch. Ja. Und dann die La minor Voicing. Da geht es weiter. Da mache ich den nämlichen Trick. Da geht es auf Fa 7. Eigentlich statt da Fa 9. Mehl, da mache ich den nämlichen Akkord Substitution, nämlich Sol, selbe wie hier um La minor, mit den drei Fangern, hier um 8. Bund. Da sind wir auf Do minor 7. Und da ist einfach wirklich geht, der Bass spielt da Fa. Ne? Und du möchtest den dieselben Trick.
Porto. Sorry. Kann auch so greifen. Okay, und da könnt Re Mineur 7. Allerdings mit dem ganz ursprünglichen Voicing. Du musst ihn hier im dritten Bund den Barim an, und im fünften Bund wird den mit dem zweiten Fanger die Glasheit, das Re, das ist der Grundton. Die nächste Zeit, das haben wir Barim, die geht übersprungen, dann am dritten Fanger. Im fünften Bund, das ist ein Do. Das ist Bemol 7 vom Akkord. Und dann ist Mambari High, den zweiten Bund. Das ist Re, das ist der Grundton. Und da kann ich nach der Sol über den River fühlen. Voilà, und da könnt Sol 7. Re minus 7, Sol 7. Den kann ich so holen. Ganz traditionell kann ich noch irgendwie so holen. Und dann nehme auf die Re minus 7. Und dann rutsche ich den das ganz drauf auf den 6. Bund. Und da spiele ich von der D, wo ihr seid. Das ist 7 mal 7 sus. 7 mal 7 sus feier. Und da geht es nächste zurück. Könnt. Voilà, du könnt immer ein, das ist ein Oktav. Du und noch ein Kredo auf der dritten Seite, um fünfte Bund, und auf der ersten Seite, um der Hegemie-Seite, um achte Bund, und dann die zwei Zupfen, die innen mit dem Plektrum und die anderen mit einem Fanger. Ja, mit dem Ringfinger. Könnt ihr noch den direkten zweiten Fanger holen? Voilà. Ich hoffe, das macht euch Spaß. Geht das Lied mal gucken. Green Tea von John Scofield. Ich habe es gelehrt zu Savellingen durch meinen Gitarrenprof, den Nicolas Meyer. Und wir hatten am Workshop das Lied proposiert. Und ich so, wow, Scofield, Bass. Und du hast sich aber herausgestellt, dass es nicht so schwer ist. Ich muss auch noch ein bisschen drin üben. Und der bestimmt auch. Und dann hat er Spaß drin, weil das ist ein guter Groove. Und das ist eine coole Nummer. Hasta la vista, Gitarristas.